So, also, ab nochmal ins Finale. So. Und diesmal hoffentlich mit Atemgeräten. Okay. Na, warte mal, meine Partymitglieder. So, Einladungen sind raus. Nichts angekommen. Hm? Bei mir ist nichts angekommen. Bei dir ist nichts angekommen. Jetzt? Nee, sonst gehe ich in. Ja, warte, ich schicke jetzt noch mal quasi einzeln. So, Schick jetzt. einen Crew. Hab schon, hab schon, hab schon. Jetzt müsste nämlich was. Jetzt kommt nämlich. Ja, Jetzt kommt was ich habe hier an. nur Partymitglieder eingeladen und dachte mir, jo, aber irgendwie. So, und wenn ihr dann soweit seid, dann kann man nochmal starten. Ich denke, wir werden auch wieder wahrscheinlich die gleichen Teams nehmen wie vorher auch. Es lief ja so gut. Diesmal Eigentlich. lasse ich mir nichts mehr einführen. Nee, das ist gut gemacht. Das ist halt wegen den scheiß Geräten gewesen. Warum auch immer. Der mir das nicht angenommen hat. Ich weiß, dass ich definitiv alle voll habe. Ach, scheiße, ich hätte noch Dings kaufen können. Egal. Kann ich starten? Ja. Go. Baby? Mhm. Okay. Die hat den Mund voll. Ja, schon wieder. Markus, kannst du bitte mal deine Hände bei dir lassen? Das kann ich nicht versprechen. Ja. Der, ich hatte vergessen, noch Dings zu kaufen, ja, Panzerung zu kaufen. Aber egal. Jetzt ist es zu spät. Ein bisschen habe ich ja noch. Natürlich, mir mal die Tür von die Nase zu kauen. Ja, eben was bei dir, jetzt was ist das bei meine, schon wieder bei dir gewesen. Ja, irgendwie passt in mein Aussehen nicht. Thomas, geh mal dein Handy bitte. Die Village People, die suchen ihr Bandmitglied. Was denn, wenn ich in Wirklichkeit so einen Körper habe? Oh. Ich sag doch nichts, alles gut. Jeder soll doch rumlaufen, wie er Lust und Laune hat. Deals with incoming security teams once the ground crew has what we're after. You coordinate an evac. Wir verurteilen dich nicht dafür, dass du dich gerne auf der Seife bückst. Ja. Ach übrigens, Leute, ich werde mein PlayStation machen in der nächsten Woche. Mach das. In was? In Village People 1? Im Analtaucher, damit du dich schon wirken kannst. Der Thomas ist nicht der, der sich nach der Seife bückt, der ist derjenige, der den Docht in die Kerze steckt. So, Der den Bodentrupp. Schoko steckt. Schoko steckt. So, passt ja, ne? Dann können wir das eigentlich direkt übernehmen. Aber warte mal, wir machen das anders. Nee, warte. So war es eigentlich gemeint. So, mein Thomas, das passt bei dir, ne? Nee. Alles gut. Schon nicht mehr vorbei. Ja, klar, dass er das rausnimmt. Ich brauche ja ein bisschen Kohle. Alles gut, ich. Es hat euch Du bist Spaß. ja nicht so großzügig wie Yvonne. Die Was gibt sie? mindestens 25%. Dagoberta. Ich habe die Vorbereitung bezahlt, lass mich in Ruhe. So, also probieren wir es heute nochmal und wie gesagt, hoffen wir mal, dass man diesmal alles mit den Atemgeräten passt.
Ich habe nämlich jetzt mal noch welche nachgeguckt, ob welche da sind. Thomas, sag mal, kommst du aus der Hölle oder was hast du für ein Gesichtsausdruck da auf dem Bild? Du Thomas, der freut sich schon, dass er gleich eine Steuerknüppel in der Hand hat. Dass ich gleich wieder steuern darf. Ach. Der guckt immer und hofft drauf, dass was rauskommt. Ja, der hat gleich wieder was langes Hartes in der Hand. Obwohl, das kennt er ja eigentlich nicht. Wenn du wüsstest, wie lange ich ihn kriege. Alter, das will ich gar nicht. Aber das sind Dinge, die ich gar nicht wissen will. Also das war's denn mit diesem Outfit nicht verfügbar? Ist das echt am Outfit jetzt, dass ich das Ding nicht auswählen durfte? Nein. Doch. Weil ich kann ja zum Beispiel keine aus. Alter, wie fährst du? Der hat den Führerschein selbst gemalt. Nee, tatsächlich darf ich keinen. Kann ich wegen aus. Das Outfit nicht ändern. Okay. Weil bei mir steht halt drin, hast du zwar mit diesem Outfit nicht verfügbar. Und daran lag es. Nicht, dass es ernsthaft wegen diesem Scheißding daran lag, dass ich nicht kein Dings hab. Ja, du hättest doch einstellen können, dass du dein eigenes Outfit hättest nehmen können. Och man, ich hab extra was anderes ausgewählt. Ach man. Dieses Spiel geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Wenn man einen hat. Ja, das ist scheiße. Das ist gut. Ich breche das Ding hier nochmal ab. Ja, ich muss es nochmal abbrechen. Ich kann nicht. Es geht nicht. Ich kann nicht. Dann breche es ab. Ja, weil es ist. Weil ich kann wegen dem scheiß Outfit kann ich mein Dings nicht auswählen. Oh, Spiel, Alter. Gehst du mir auf den Eier gerade? Ach, deswegen knirscht es so. Nee, es ist jetzt gerade erstmal. Ich bin gerade nicht. Nicht in der Stimmung jetzt gerade. Ich stelle es jetzt gleich ein, dass auf jeden Fall jeder sein eigenes Zeug mitnehmen kann. Weil dann geht's hoffentlich. Das ist eine Stimmung. Ach, Spiel, Alter, Spiel. Ah! Gehst du mir auf den Sack? Das Spiel nervt. Zack. Ich hätte gedacht, okay, im Finale, da kannst du das schön, hast du das Zeug zur Verfügung und dann, nö, wegen dem scheiß Outfit darfst du es nicht. Ja, das muss ja optisch schon her machen, ne? Ja, das ist doch zum Kotzen, das ist doch dumm eigentlich, so eine Scheiße. Ich würde ja gern meinen A-Charakter nehmen, der hat Sauerstoff unendlich. Ich will aber keinen, nicht irgendwas mit irgendwelchem Gecheateten. Ist ja nicht gecheatet. Da ja, wenn du. Wenn du da irgendwo unendlich Sauerstoff und unendlich irgendwas hast, ist das für mich gecheatet. Ich lade das gleich nochmal ein. Oh, da hast du deinen Kettransporter. Warum wird auf mich geschossen? Ich bin noch im Lademodus. Ja, ich bin schon im Spiel. Los Santos, der 70er VW Käfer. Sorry Leute, dass das heute so gut klappt. Sorry. Ja, es ist halt dumm, dass man das einfach nicht merkt, dass das einfach nicht angezeigt wird. Oder dass man besser ein bisschen links rum willst tauchen und dann das Spiel sagt, haha, vergiss es, du hast keine Atemmasken.
Ja, wie gesagt, dann machen wir heute das Finale noch, wenn das jetzt funktioniert. Und dann machen wir dann die nächsten Aufnahme, machen wir dann weiter. Dann geht's ja weiter, glaube ich, mit Serie A, wenn ich richtig im Kopf habe. Mit Serie A? Müsste eigentlich sein, ja. Das nächste. Serie A wie Anal. Ach, Alter. Dass du da an so Dinge denkst und. Vergiss es, egal. Ja. Das sind. Ich meine, jeder soll leben wie er Lust und Laune hat. Wenn es Leute, es gibt Leute, die drauf stehen und wenn sie es mögen, mein Gott, alles gut. Nein. Ich will das jetzt nicht. Serie A ist eben. Weiß ich nicht. So, was muss ich jetzt bei Raubüberfallkleidung einstellen, damit ihr das könnt? Auf gespeicherte Outfits, ne? Markus. Denke mal, ja. Aha, okay. Das wäre gut zu wissen. So, Partymitglieder. Ich hoffe, dass jetzt alles vorausgegangen ist an Einladung. Nö. Gut, dann machen wir es. Dann klappt das da nicht mit. Einladung an Babys raus, Einladung an Markus ist raus, Einladung an Thomas ist raus. Wenn was angekommen ist. Ich hoffe es. Jetzt bei mir ja. Naja, für jetzt bist du angekommen. Irgendwas hat gepiepst, ja. Irgendwas ist gekommen. Jetzt ist er gekommen. Oh, endlich. Was ist denn du da jetzt für ein Outfit, Thomas? Selbst erstelltes. Ich habe mehrere selber erstelltes. Das ist wahrscheinlich hier gut, Sache. Dass einfach gedrückt wurde, aber ne. Oh, Entschuldigung, ja. Das war keine Absicht. Warum? Ich wollte ja noch mal eine schwere Panzerung kaufen, aber gut, ne? So, we're good to go. I think you've done great. And this won't be a problem. Kannst du aber, glaube ich, auch machen im Inventar selber. Da ist nochmal ein Helm bei. Ich nutze das Outfit immer, wenn ich irgendwo in einer Mission zu ballern gehe. Weil da lebe ich ein bisschen länger mit. Ich kann den Typen gerade nicht labern hören. So, also. Schütze, Baby, Pilot. Markus ist mit Bodentruppen und Thomas ist der Pilot. So, passt. Genau, passt. So, jetzt hoffe ich, dass das alles so weit funktioniert, wie ich das möchte, weil jeder kann jetzt mit seinen gespeicherten Outfits rumlaufen. So. Ja, ich habe ja auch das Ding drin. Warte mal, ich guck mal gerade, ob ich einen. Komm, wir laufen hier so passend zu der Mission. Der Chef läuft jetzt passend rum. So, wenn ihr mir jetzt nochmal sagt, du könntest es nicht vernehmen. So. Ja, diesmal passt es. Diesmal kann ich auswählen im Dings. Special carbine with suppressor.
6, shotgun with suppressor. 7, grenades. 8, sticky bombs. 5 through sticky 8, bombs. Wenn man sich durch die Gegend fahren lässt, die wollen und ich sitzen Händen. So. Naja, schön war das ganze Ding wie gehabt. Eigentlich hat es ja wunderbar funktioniert, bis halt irgendwie mit den Atemmasken irgendwie was nicht funktionierte. Okay, here we go. Pilots taking the controls. Aerial gunner gets first choice on position. Side facing minigun placements are in the rear. High cal explosive rounds in the co-pilot seat. Outfits habe ich teilweise selber bereitgestellt. Alle drin? Ja, ja. Alles klar. Und wann bist du auch neben mir? Nee, ich bin nur neben dir. Okay, and now fly out to neben mich. So. Jetzt macht deine Hand schon woanders. Yeah!
Sticky Bombs. Oh, gekannt. Ground Team, time to switch to night vision. Bin da, Markus. Alles gut. Jetzt hör auf, wie schnell ich die Pops zu laufen. Kannst du nicht? Okay. Jetzt nicht mehr. Diesmal läuft es. Da muss immer noch einer sein oder so. Ups. Was ist denn der? Da. Klappt. Tot. Komm weiter. Achso, ja. Ja, der ist tot. Alles gut. Lief gerade ganz gut. Der müsste jetzt irgendwo drauf tauchen. Ne? Sehr gut. Ja, dann müsste jetzt einer mal die Ecke sein. Mhm. Wir wollen Hubschrauber kommen. Ja. Tot. Er lebt noch. Jetzt nicht mehr. Jawohl, sehr gut. Warte, ich muss mich gerade wieder laden. Ich auch. So. So, ich bin da. Ich habe mal jetzt schon mein Atemgerät angezogen. Für den Fall, dass irgendwas noch in die Richtung schief gehen könnte. Danke. Gut, gut. Ja. Einer ist noch da. Ich weiß, dass er noch lebt, jetzt ist er tot. Ja, der braucht halt ein bisschen, bis er mit der Strut irgendwann durch ist. Salam aleikum! Salam aleikum! Der ist tot. Ja. Da sind da, glaube ich, noch mehr da hinten. Ja, der eine noch. Na, komm schon, zeig dich. Jetzt ist er tot. Ja, ich war zwar für mich die Granate daher geworfen, aber ist egal. Du zählst runter? Ja, warte. 3, 2, 1. Hat funktioniert. So, schnell mal hier rein. Hey, das ist mein Job, ja. So. Ab in den Aufzug. Ja, bin unterwegs zu dir. Du hast einen Schluck Wasser zu mir genommen. Ja. Okay. Ja. Ah, danke schön.
Dankeschön. Da, den Kill habe ich doch gestealt. Da ist noch einer. Ich weiß. Der müsste da unten oben sein. Ja. Hab ich. Hast du? Sehr gut. Ivan? Ja. Noch einen guten Schau. Alright, get the breathing apparatus on and get in the drink. R&D says there's enough air for you to reach topside. Let's hope they're right. Ah, Spiel jetzt. Nee. Ja, du willst mir nicht sitzen. Wollte gerade sagen. Jetzt müsste bei dir auch da stehen, 20 oder so, oder? Ja. Jetzt aus. Ja, jetzt funktioniert's. Ja, es lag, ich weiß, daran lag es. Also es lag echt wirklich an dem falschen Outfit. Das lag nicht an meinem Inventar, das lag wirklich einfach daran, dass das Atemgerät mit dem Outfit nicht kompatibel war. Aber alles ist gut. Wir sind jetzt unten im Dingschacht, ne? Beim Tauchen. Ja. Ja, jetzt passt das auch. Wie gesagt, jetzt habe ich 20 Dinger und die habe ich auch. Die weiß ich auch, dass. Die rüsten sich auch automatisch. Das weiß ich. Das weiß ich, dass die sich automatisch rüsten. Ich hatte. Wie gesagt, der konnte sich halt nicht auswählen. Warum auch immer nicht. Einfach nur den Schacht lang schwimmen. I know. Warte bitte noch, bevor du landest. Ja. Nicht, dass du uns mit den Rotordingern wieder wegsäbelst. Ich hab euch doch nicht damit weggesäbelt. Nein, aber das passiert schnell mal, dass man in diese Rotoren reingerät. Ja. Bin jetzt auch gleich draußen. Doch gerade auf. Da bin ich. So. Oh, der Flug. Hubschrauber noch ausschalten, ne? Ja, und dann müssen wir es eigentlich durch haben. Hier, Thomas. Wenn du so fliegst, schieße ich in die Rotorenblätter. Nice. Das war's. Es müsste jetzt eigentlich nichts mehr kommen. Und jetzt kommen wir noch bis zum Endpunkt. Ja.
Ging doch gut, oder? Ja. Das stimmt wohl. Nein, aber es war halt wirklich echt wegen dem Outfit. Da können wir in der nächsten Woche dann mit dem nächsten mit der Serie Arbeiter machen. Du bist ja mal, wir haben jetzt 2:15, das lohnt sich nicht nochmal was anzufangen jetzt. Weiter vor, weiter vor. Ich weiß es. Ich weiß es. Du fährst jetzt eine dramatische Musik. Hm. Mann. When I ran agents in the field, I had to entrap them, cajole them. Threaten them with deportation. You're never gonna know what I had to do. Now apparently, all you gotta do is give them a couple of bucks. Und wer kriegt jetzt dafür goldene Ei? There really is no accounting for stupidity. But I'm serious now. Wer kriegt jetzt die Ehre? You are not gonna talk about what happened here. Because your usefulness to us, well, it just ran out. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. Oh, Yvonne darf diesmal sprechen. Es war klar, typisch die Frau, die macht wieder alles kaputt. Das schöne Spielzeug. Aber Hauptsache, wir haben die einen Hoppelfall bestanden. Ja, Verdienst lässt sich sehen. Ja. Nur, dass ihr nur 20% davon seht. Nein, alles gut. Fahrzeugschein 2% weniger, 1%. Ja, Lamarsch, ich anderes schaffen sie nicht. Ja, Mimimi, lass mich in Ruhe. Ja. Ja, alle haben es gut gemacht, muss ich sagen. Doch. Das erste Ding war halt ein Fail von mir. Wie gesagt, das ist halt einfach so. Übertragung beenden. Jetzt erstmal schön im Stripclub noch einen drauf machen. Genau, Yvonne, leg mal los. Ah, geh mal deinem Job nach. Da ist er doch schon. So. So, Inventar. Wir sind in der Lobby für uns alleine, da ist klar. Wir sind für uns alleine, genau. Na, can do. So. Yvonne, gehst du bitte mal. Hallo? 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 Ich gebe Cheetah mal weg. Ich bin mal für ein paar Stunden weg. Entschuldigung, ich habe ja gar nichts gemacht. Oh, ich glaube, ich muss pixeln. Ja. Ich kann nicht flirten, schaut mir leid. Streiten sich hier förmlich die zwei Jungs. Kann ich nicht irgendwie. Achso, Schade. So.
Ah, ihr seid ja immer noch hier. Weg da, meine. Finger weg, die gehört mir. Yvonne, geh mal bitte auf die Bühne. Geht leider nicht. Ja, du müsstest arbeiten. Yvonne, meine geht ja, Braut. Ach. Na, ist für jeden da. Scheiße. Ich wollte gerade einen schönen Bus klauen. Eigentlich wollte ich Markus wegschießen dabei, weil er genau den Bus, an dem der Bus stand. Der schöne Bus. Ja, Wachmann hat geschossen. Egal, alles gut. Aber eigentlich wollte ich den Thomas erwischen. Sorry, Markus, ich habe gar nicht gesehen, dass du der hinterher bist. Ja, ja, ja. Ja, nee, wirklich. Du wolltest mich erwischen hier, oder was? Ja, ja, hatte ich vor eigentlich. Also Yvonne, dass du auf so große Dildos stehst, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir auf den Sack mit dem Wachmann. Diesmal ich hab dich nicht mal angeschossen, aber ja. Ich hab dir vorbeigeschossen. Vielen Dank, du falsch. Oh, ne? Diese Irre, guck sie an. Der Typ ist wahnsinnig da drüben, der da. Ja, manchmal. Und er wurde sich vor. Scheiße. Hat er Glück gehabt. Ich wollte dich eigentlich noch wegmessern. Ich bin eigentlich hinterhergelaufen und dann wollte ihn wegmessern, der Mund geht der Schritt zur Seite. Gerettet. Schnell flüchten die. He's gone, piece of shit. I order you to stop. Welfare trash. You're screwed. He's too fast. Leave him to me. Keep it up. I got you. You're covered. Nowhere to run. Hold it right there. Boom, boom, boom. Take cover, damn it. Jawohl, hab ich. Aber schön mit dem Granat, schön weggeholt mit dem Granatwerfer. Da flog sie. Scheiß Cops. Ah ne, Markus, du. Hä? Na, du hast jetzt auch einen Granatwerfer angefangen, ne? Hey, als einzig habe ich dich verschont. Na gut, da irgendwas war ein Versehen. Na gut, dann geht's in der nächsten Folge wirklich weiter dann mit der Serie A mit dem Start. Ja. Man passt halt.